geschaut auf diese Stadt. Erinnern Sie sich noch an die Worte? Ich schaue schon sehr lange auf Berlin. Ich habe fast mein ganzes Leben hier verbracht. Dies ist übrigens der Platz, von wo aus ich eigentlich am liebsten auf Berlin schauen würde. Die Tischplatte da ist nach meinem Umfang zurechtgeschnitten. Aber ich liebe auch meinen Beruf. Ich bin Polizist. Und ich bin der Meinung, dass mein Platz auf den Straßen der Stadt ist. Ich habe lange dafür gekämpft, um den Gängen unserer Zentrale und der Bürokratie unserer Abteilung zu entkommen. Und als sie mir dann endlich meine eigene Ermittlungsgruppe gegeben haben, da haben sie uns an den Stadtrand in eine alte leere Villa gesetzt, die Verwalter Berlins. Naja, aber wissen Sie, von den Rändern der Städte aus sieht man die Dinge im Zentrum ja manchmal noch genauer. Und so machen wir, meine Mitarbeiter und ich, uns täglich Mut und sagen uns, wenn wir es von hier aus nicht schaffen, dann schafft es sowieso keiner. Mein Name ist Sperling. Kann ich jetzt Feierabend machen? Tschüss, Herr Barutka. Wiedersehen, Norbert. Tschüss. Er ist weg. Gut. Großartig. Und jetzt? Den Tisch dekorieren. Kann mir mal jemand sagen, was hier los ist? Morgen ist doch Wachutkas letzter Arbeitstag. Wir bereiten seine Abschiedsfeier vor. Ich glaube nicht, dass dem nach Feiern zumute ist. Guck mal, die Karte findest du gut im Text. Was starren Sie eigentlich ununterbrochen auf diesen Zettel, Hoffmann? Guck mal, sogar die hat unterschrieben, Herr Uwe aus der Brücke. Wachutka hat mich gebeten, was für ihn rauszufinden. Und Sie glauben, Sie können das erledigen, indem Sie auf den Zettel starren? Der hat jetzt diesen ganzen Entlassungsmarathon vor sich. Papiere, Stempel, hier noch ein Formular, da noch eine Unterschrift. Hat einfach keine Zeit gehabt. Keine Zeit wozu? Keine Zeit rauszufinden, was das bedeutet, Wernberg Köblitz. Ich denke, das ist ein Ort, aber ich... Das ist ein Ort. Direkt an der tschechischen Grenze. Ist berühmt für seine LKW-Röntgenanlage. Thank you.
se fue. ¿De dónde quieres en La Palma? Yo soy un hombre sincero. Cuba. Wir schenken ihm eine Reise nach Kuba. Ja, das hat Norbert sich am meisten gewünscht. Nach der Pensionierung eine Reise nach Kuba und eine echte Cohiba am Strand rauchen. Das können wir uns doch gar nicht leisten. Ich habe ja nicht nur bei uns gesammelt. Norbert war ja vorher beim Drogendezernat. Die haben auch gespendet. Und nicht zu knapp. Also diese Drogenjungs haben irgendwie mehr Geld. Sehr schön, Frau Schütze. Nur soweit ich weiß, wohnt Wachutka im dritten Stock ohne Balkon. Richtig. Was soll er mit dem Spaten und dem Rechen machen? Den Strand von Kuba haken? Ich dachte, Sie sind sein Freund. Ich bin nicht sein Freund. Na, das glaube ich allerdings auch. Nach dem Tod seiner Frau vor 2 Jahren hat Norbert sich überlegt, dass es für ihn keinen Grund mehr gibt, in der Stadt zu wohnen. Also hat er sich eine Laube gekauft. Eine Laube? Eine Datsche halt. Hat seine Wohnung gekündigt und wird da wohnen in 2 Wochen, wenn er pensioniert ist. Ohne Sie, Frau Schütze? Das werden wir sehen. Frau Schütze, wir wollen nach Hause. Ja. Kommen Sie, Chef, das kann jetzt nicht wichtig sein. Es ist definitiv Feierabend. Ja, Sperling. Ich sehe nichts richtig. Wachutka.
vor 2 Monaten, da wart ihr beide zusammen hier. Und dann schaffen ihn dir plötzlich die Jungs von der VW einschreiben. Was war denn das für ein Fall, an dem ihr dran wart? Wir waren an keinem Fall dran. Warotka ist einfach heute vorher nach Hause gegangen. 2 Einschüsse aus nächster Nähe. Der erste Schuss hat ihn sofort ins Herz getroffen. Ist hier seitlich durch den Brustkorb eingedrungen. Der 2. Schuss ist frontal eingedrungen. Auch in die Herzgegend. Die Kollegen haben nichts bei ihm gefunden. Keine Schlüssel, keine Papiere, nichts. Er hatte noch 2 Tage bis zur Pensionierung. Ich weiß, die Frau Schütze hatte ja noch gesammelt, letzte Woche. Und du sagst, er war auf dem Weg nach Hause? Ja. Dann war er definitiv nicht im Dienst. Ich denke nicht. Hans, muss ja keiner wissen, dass ich dich hier reingelassen habe. Ist schon klar. Ich danke dir. Der Schütze hat offensichtlich aus nächster Nähe geschossen. Direkt ins Herz. Die Herzschüsse, das ist ein Zeichen der Russenmafia. Die schießen in den Kopf, wenn sie nicht wollen, dass das Opfer aufgebahrt wird. Und die schießen ins Herz, damit der Leichnam identifiziert und aufgebahrt wird. Damit jeder sehen kann, wen es da erwischt hat. Das ist ein Polizisten erwischt. Da sind ja gar keine Glassplitter am Boden. Der Schütze hat doch durch die Scheibe geschossen. Die müssen doch drin liegen. Da müssen Glassplitter sein. Haben Sie ihn da? Hallo. Ich bin Hauptkommissar Sperling. Hoffmann. Wir sind Kollegen von Wachotka. Verstehe. Kommissar Welter, VB1. Also außer, dass es ein Kollege war, sehe ich keinen Grund, dass Sie hier sind. Ich will sagen, Sie haben hier nichts mehr zu suchen. Stopp! Warten Sie! Was soll denn der Scheiß? Die Spurensicherung hat er schon alles haargenau untersucht. Halten Sie mal! Sie das in eine Tüte und schicken Sie es ins Labor. So, und in welches? Sagen Sie mal, wie lange arbeiten Sie schon bei der Polizei? Ist ja gut, also ins Labor. Was soll denn der Quatsch? Los, weiter. Ich hab doch gesagt, wir haben hier schon alles untersucht. Moment! Was denn nun noch? Ah ja, ist ja toll. Dafür hat die Spurensicherung 5 oder 6 Stück mitgenommen. Wahrscheinlich hat der Mörder ihm die Schlüssel abgenommen, ist damit rein und dann die komplette Wohnung durchwühlt. Bis jetzt gibt's nichts. Die Fingerabdrücke von Norbert, also Wachutka. Sie kannten Wachutka? Ja, ich spiele im Polizeivolleyballteam. Wachutka hat zwar nicht mehr aktiv gespielt, war aber immer da, wenn er konnte. Vergessen Sie's, hier finden Sie nichts. Morgen früh liegt mein Bericht vor, dann entscheidet die Bürokratie, was mit Wachutka und diesem Fall wird. Sehen Sie, und solange die Bürokratie noch schläft, nutzen wir unsere Chance und versuchen, ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen. Mein Herr, ich weiß nicht, ob ich mich klar ausgedrückt habe, aber Sie haben ja einfach nichts verloren. Was könnten die gesucht haben? Was immer. Wachutka wird es nicht in der Manteltasche gehabt haben. Sonst hätten sie ihm mit den Schlüsseln abgenommen. Und dann sind die hierher. Dann sind die sauer geworden. Und wütend. Immer wütend, dann haben sie alles zusammengeschlagen. Ich sag das nur ungern in diesem Ton, aber raus hier. Ja. Ein Umzugskarton. Warum stellt er die Bilder in einen Umzugskarton? Ein Schlüssel für unten, ein Schlüssel für oben, Autoschlüssel, Briefkastenschlüssel, Kellerschlüssel. Sagen Sie nicht, das sind die Schlüssel von Wachutka. Und wofür ist dieser Schlüssel? Chef, das können Sie nicht machen. Das ist ein Beweisstück. Das können Sie nicht so einfach mitnehmen. Na kommen Sie, Hoffmann, wofür ist dieser Schlüssel? Die Datsche. So viel zum Thema Umgang mit Beweisstück. Wie lange sind Sie schon bei der Polizei? Was?
So ein Kugelschreiber ist schwerer zu kriegen als 9mm Munition. Sagen Sie denen im Labor, dass ich die Ergebnisse bis morgen früh brauche. Winter? Ich bin's. Wie sieht's aus? Also, hier sind weder Geschosshülsen noch Glassplitter noch sonst irgendwas. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Frau Rüttger nicht hier erschossen wurde. Sieht ganz so aus, als wäre sein Wagen irgendwie hierher transportiert worden mit einem Sattelschlepper oder so. Sag mal, weißt du, wo die Datsche von Frau Rüttger liegt? Keine Ahnung. Aber Frau Schütze müsste das wissen. Frau Schütze weiß es vielleicht. Dann find die Adresse raus und ruf mich zurück. Okay. Das war ja klar. Was eigentlich mit dem Zettel? Was? Im Zettel vom Wachrutka, Wernberg Köblitz. Ach so, keine Ahnung. War irgendeine Sache dran, irgendein Fall. Was für ein Fall? Ja, uns hat er nichts erzählt. Der wollte mit Ihnen darüber reden. Hat er aber nicht. Das heißt, er hat's versucht. Sie wollte unbedingt mitkommen. Wer? Das ist Norberts Datsche. Was machen Sie denn hier? Es geht um den Mord an Norbert. Da können Sie mich nicht einfach außen vor lassen. Das ist ein polizeilicher Einsatz, Frau Schütze. Das kann gefährlich werden. Ich bin seit 20 Jahren im Polizeidienst. Ich hatte sogar 1989 eine Einweisung an der Walter PPK. Sehr schön. Tun Sie mir einen Gefallen, bleiben Sie im Auto. Bitte. Sollten wir nicht lieber den Kollegen Bescheid sagen? Nee. Bis morgen früh um 9 liegt Wachrutka in irgendeiner Aktenablage. Wir sind Kollegen von Wachrutka. Wo ist Wachrutka? Er ist tot. Nein! Also, wer sind Sie? Und was machen Sie hier? Gehen Sie weg! Wachrutka ist tot, verstehen Sie? Tot! Überall Sie gemischt, der Helfer kommt. Jetzt ist er tot. Dann helfen Sie mir, seinen Mörder zu finden. Sie können nicht helfen. Wachrutka wollte Tanja finden. Jetzt ist es schon zu spät. Wer ist Tanja? Tanja ist meine Schwester. 15 Jahre alt. Frau Hutka wollte helfen.
Herr Polizist. Ich dachte, Wachutka kann helfen. Und jetzt? Sie sind Sperling. Was? Sie sind Hans. Ja, ich bin Hans Sperling. Wachutkas Kollege. Wachutka hat gesagt, Hans Sperling, er wird helfen. Mach dir keine Sorgen, Alina. Sperling wird helfen. Und wer sind Sie? Sie haben gesagt, er tickt nicht richtig. Was habe ich? Was haben Sie gesagt? Ich habe gesagt, Wachutka tickt nicht richtig. Sie haben gesagt, er ist wie eine alte Uhr, die 10 Minuten nachgeht. Wieso hat er Ihnen das erzählt? Er hat gesagt, wenn was passiert mit mir, wenn ich jetzt wiederkomme, sagt Sperling, selbst kaputte Uhr zeigt 2 Mal am Tag die richtige Zeit. Er kam in Puff, wo ich habe gearbeitet. 2 Mal die Woche. War guter Gast, Wachutka. Aber Sie haben dagegen Ihren Willen gearbeitet. Ja. Aber mit Wachutka war schön. Hat nie gestunken. War immer rasiert und sauber. Nicht wie andere Männer. Und dann, eines Tages, er hat gesagt, einfach, hier gehörst du nicht hin. Kommst du mit? Und hat genommen mich mit sich. Einfach so? Einfach. Und dann, bis jetzt er von Puff kommt und sagt, haben wir deine Schwester? Wird sie auch arbeiten in Puff? Wird sie auch zugeritten? Kommst du nicht zurück? Und Wachutka wollte ihre Schwester holen. Wo ist ihre Schwester? Ich weiß nicht. Aber er wollte sie holen. Ja, er hat gesagt, befreie ich Tanja. Haben Sie denn kein Zuhause oder Eltern? Doch, Mazedonia. Habe ich nicht getraut, zu Hause anzurufen. Mein Vater ist Muslim. Er tötet mich, wenn er weiß, was ich gemacht habe. Ist nicht gut für muslimisches Mädchen. Also, Wachutka befreit sie aus diesem Bordell. Dem ist Litzer sauer und droht auch ihre Schwester, in dieses Bordell zu holen. Und Wachutka zieht los und wird erschossen. Ich hab das nicht gewusst. Da arbeitet man jeden Tag mit jemandem zusammen. Ich hab das nicht gewusst. Helfen Sie mir, Sperling? Ja. Ja, sicher. Hm.
Sie in Norberts Datsche. Was machen Sie da? Ich verstehe das nicht. Er wollte helfen. Er hat gesagt, es... Wo kommen Sie gleich wieder her? Was? Wo Sie herkommen? Draviskos. Das kleine Dorf in Flida. Und das ist in Mazedonien? Ja, Mazedonien. Polizeikontrolle! Wir werden schon jeden Einzelnen die Ausweispapiere kontrollieren. Wir können schon anfangen. Polizei, guten Abend. Kommst du bitte mit? Personenkontrolle. Was wird das hier, wenn es fertig ist? Hoffmann, wir ermitteln einen Mordfall. Sind Sie der Besitzer? Nee, bin ich nicht. Wie heißt der? Hanno Lehmann. Wo ist der? Ja, der ist nicht hier. Rufen Sie ihn an. Ja, klar, bitte. Wer kommt? Sagen Sie, wer ist denn eigentlich ermordet worden? Mein Kollege. Norbert Wachutka. Hallo. Hey. Hallo, wer ist denn da? Hallo. Ja, Hanno? Ja, du, die Polizei ist hier. Du musst mal hier vorbeikommen. Nee, ist kein Scheiß. Echt? Er kommt. Wo? Wie sind Sie nach Deutschland gekommen? Ein Mann kam nach Hause zu uns. Ein türkischer Mann. Aykut, sein Name. Er hat gesagt, du kannst viel Geld verdienen in Deutschland. Du kannst viel arbeiten in Deutschland. Mein Vater hat gesagt, gute Arbeit in Deutschland. Und hat mich geschickt mit dem Mann. Einfach so. Aykut hat Geld gegeben an meinen Vater. 400 Euro. Das ist viel Geld in Draviskos. Bin ich guter türkischer Mann. Aber keine gute Arbeit in Deutschland. Was genau haben Sie denn gearbeitet? Frau Schütze, das erkläre ich Ihnen später, okay? Wieso? Was ist denn? Herr Bakunde hier. Auch bei Ihnen? Nein, nur Alina. Ich kann nicht. Ist schon okay. Alina geht's gut. Chef? Ja. Wernberg Köblitz. Die Papiere sind alle in Wernberg Köblitz ausgestellt. Wie von allen Mädchen? Von allen. Und überall dieselbe Unterschrift. Herr Jakobs. Wer ist denn hier zuständig? Ihr tickt wohl nicht richtig. Habt ihr eine Genehmigung? Sind Sie Arno Lehmann? Die Genehmigung will ich sehen. Ich hab keine. Ja, dann raus hier, verpisst euch. Gefahr im Verzug, haben Sie davon schon mal gehört? Oh ja. Ja, da brauche ich keine Genehmigung. Ist nicht wahr. Und einen anderen Ton. Im Puff? Der Norbert war doch nicht im Puff? Das denken Sie sich doch. Das kann doch nicht. Das denken Sie sich doch aus. Sie lügen! Sie lügen! Sie sind Waldraut. Wie? Woher? Wachutka hat gesagt, Waldraut ist die Frau, die ich liebe. Das hat er gesagt. Er hat sie sehr geliebt. Was ist er denn zu Ihnen? Hat geredet. Nur geredet. Ja.
Da ist ein Kollege von ihm. Das ist ja ein Ding, was? Ja, den kannte ich, der war ja Stammkunde. Kam zweimal die Woche, manchmal sogar dreimal. Hat sich hier durchgevögelt, hat die Mädels eine nach der anderen durchgezogen. Ja, bis er Scheiße gebaut hat. Was heißt das? Die hat gedacht, ich nehme aber zu Fick mit nach Hause. Und das geht doch nicht, beim besten Willen nicht. Und dann sind sie sauer geworden? Ja. Und dann sind sie hingegangen und haben ihn erschossen? Moment, das war ganz halblang, ja? Bin da hingegangen und habe ihm erklärt, dass es so nicht geht. Also für mich klingt das wie ein erstklassiges Motiv. Was denn für ein Motiv? Was reden Sie denn da? Ich rede von einer jungen Frau, die ausgesagt hat, dass sie hier gegen ihren Willen festgehalten und zur Prostitution gezwungen wurde. Und ich rede von meinem Kollegen hier, der vor 4 Stunden erschossen worden ist. Und das ist genau der Mann, der diese junge Frau aus ihrem Laden rausgeholt hat. Ich brauche nur 1 und 1 zusammenzuzählen. Passen Sie auf, dass Sie sich da nicht verzählen, Herr Kommissar. Schauen Sie, ich habe 3 von den Läden. Die Mädels sind mir scheißegal. Scheißegal sind die mir. Habe ich jemanden von euch gezwungen, hier zu arbeiten? Habe ich das? Nee, also. Das ist hier bei mir wie in der Pommesbude. Ich verschabel nur die Fritten. Ich bekomme den Scheiß geliefert und verkaufe ihn nur. Und für die Qualität und die Herkunft bin ich nicht verantwortlich. Das ist hier so eine Art Franchise-Unternehmen, wenn Sie wissen, was ich meine. Ob ein Mädchen hier rausgeht oder reinkommt, ist mir so scheißegal, als ob in China ein Zerkreis umfällt, alles klar? Oder ob ein Polizist erschossen wird. Ja, dann verhaften Sie mich doch, bitte schön, wenn Sie so sicher sind. Ich habe ein Alibi, und zwar ein felsenfestes. Was ist denn das für ein Alibi? Ich war zu Hause bei meiner Frau und habe ferngeglotzt. Schön für Sie. Ja. Wir sehen uns. Ich freue mich drauf. Sie müssen helfen. Wachutka wollte Tanja finden. Jetzt ist er tot. Dürfen Sie keine Zeit verlieren. Sie ist so jung. Ich habe Angst. Sie müssen keine Angst haben. Sie sind sicher. Und ich verspreche Ihnen, dass wir Ihre Schwester auch rausholen werden. Die Männer haben keine Angst. Sie lachen. Sie haben keine Angst vor Polizei. Warum können Menschen das tun? Ich weiß es nicht. Fünf Männer haben mir gezeigt, was sie wollen. Was ich tun muss in Deutschland. 5 Männer, die ganze Nacht lang. Sie haben gesagt, wenn du nicht tust, wie wir sagen, wie tut denn deine Familie? Wir erzählen jedem, dass du bist eine dreckige Nutte. Sie schicken Geld an meine Familie. Meine Mutter denkt, es geht mir gut. Sie denkt, es ist gut in Deutschland. Ich kann nicht mehr nach Hause. Ich kann nicht mehr wohin. Ich bin eine dreckige Nutte. Das sind Sie nicht. Hier. Ist gut. Ich bleib mal ans Telefon.
Guten Morgen. Guten Morgen. Und was ist los? Haben wir was Neues? Ich mache es erst runter. Ist eine gute Idee. Ich habe die Ergebnisse vom Labor und von der Rechtsmedizin. So schnell? Die brauchen doch sonst immer Tage. Ich weiß. Es ist erstaunlich, wie viele Kollegen Wachutka kannten. Die arbeiten alle schneller als sonst. Also die Tatwaffe war eine Tokarev 762. Russisches Militär. Genau, das konnte anhand der Geschosse rekonstruiert werden. Aber jetzt kommt's. Die haben den Schlamm untersucht. Schlamm? Ja, ich habe doch diesen rötlichen Schlamm gefunden. Rötlichen Schlamm? Der ist extrem kupferhaltig. Kupfer? Ich weiß noch nicht, woher dieser Schlamm kommt, aber er bestätigt einfach meine Vermutung, dass Wachutka nicht da erschossen wurde, wo man seinen Wagen gefunden hat. Gut, dann versuchen Sie rauszufinden, wo der Wagen gestanden hat. Ich jag die Telefonliste mal durch den Computer. Vielleicht bringt das was. Hoffmann? Ihnen ist schon klar, dass man sowas nicht ohne weiteres mitnehmen kann, oder? Klar. Genauso klar wie die Schlüssel, die Sie aus der Tür gezogen haben. Sag mal, Heinz, was ist denn in dich gefahren? Was treibst du denn da? Guten Morgen, Herr Friedberg. Lass den guten Morgen, Quatsch. Ich bin nicht zu Scherzen aufgelegt. Ich will dich in meinem Büro sehen, in einer Stunde. Ja, ich bin hier gerade mitten in Ermittlungen. In Ermittlungen, die dich nichts angehen und für die du nicht zuständig bist. Du bist hier in einer Stunde. Basta. Arschloch. Veranstalten, ohne Genehmigung, versteht sich, und auch noch glauben, dass das okay wäre. Es handelte sich um einen dringend Tatverdächtigen. So was hab ich noch nicht erlebt. Da rennst du wie ein Elefant in den Porzellanladen, einfach so. Dringend tatverdächtig. Da musst du dich doch absichern. Das weiß doch jedes kleine Kind. Es war mitten in der Nacht, Mensch. Na und? Was da und? Wen hätte ich denn anrufen sollen? Um diese Zeit schläft für gewöhnlich der gemeine deutsche Beamte. Und was ist mit den Jungs von der VB1? Die sind dafür zuständig. Oder man wartet bis zum nächsten Morgen, bis die Fakten auf dem Tisch liegen. Dann macht man sich einen Schlachtplan und dann zieht man los. Du weißt ganz genau, so wie ich, dass es Situationen gibt, in denen man schnell handeln muss. Es geht um Mord. Ja, das ist nicht dein Ressort. Nicht mein Ressort? Ich bin Polizist. Ich hätte das von jedem erwartet, aber nicht von dir. Was hast du denn erreicht mit deiner Ich-bin-Polizist? Ich zieh mal los und fang den Mörder nun ab. Ihr habt das Mädchen gefunden? Morgen, Frau Möller. Morgen, Herr Friedberg. Morgen, Herr Sperling. Morgen, Frau Möller. Und ich habe einen Mann, der ein ziemlich starkes Motiv für den Mord an Wachutka hat. Nichts hast du. Gar nichts hast du. Ist er schon drin? Ich sag dir mal, was du hast. Darf ich vorstellen? Hauptkommissar Sperling, das ist Hauptkommissar Braune. Er leitet bei uns die Sondereinheit zur Bekämpfung von Mädchenhandel. Freut mich. Sie sind also der Superbulle, ja? Gratuliere. Das war ja eine total gehirnamputierte Aktion gestern Nacht. Bitte? Na, Ihnen ist wahrscheinlich nicht klar, dass Sie die Arbeit von 14 Monaten einfach so ins Klo geschmissen haben. Das verstehe ich nicht. Bitte. Wo könnte man so einen kupferhaltigen Schlamm finden? Scheiße. Ja, dann verbinden Sie mich mal bitte. Kann ich nicht irgendwie behilflich sein? Ich dachte, vielleicht bringt uns die Liste hier irgendwie weiter, aber es war wohl ein Satz mit X. Danke. Ist bloß eine Telefonliste, da können Sie nicht viel mit anfangen. Doch. Hier der Name. Aykut Yeshem. Aykut Yeshem. Das ist ein Lieferant. Der beliefert den Laden mit Getränken. Aline hat doch gestern erzählt, wie sie nach Deutschland gekommen ist.
Der Mann, der sie geholt hat, der Türke. Der hieß Aykut. Oh mein Gott, wissen Sie, wie viele Türken Aykut heißen? Alina, wie hieß der Mann, der sie zu Hause abgeholt hat? Aykut. Aykut Yeşim? War sein Nachname Yeşim? Ich weiß nicht Nachname, nur Aykut. Der hat ein kleines Bistro in der Stadt, das Marmana, Oranienstraße, Kreuzberg. Es könnte eine Spur sein. Meine Einheit versucht seit über einem Jahr, Beweise gegen Hanno Lehmann zu finden. Ihm nachzuweisen, dass er Mädchenhandel betreibt. Wir waren so kurz davor. Der Typ fühlte sich sicher und unbeobachtet, bis Sie da reinmarschiert sind und mit Ihrem Dienstausweis rumgewedelt haben. Tut mir leid. Sie haben die Arbeit von 12 Beamten ruiniert. Ich fürchte, mit einem einfachen "Es tut mir leid" kommen Sie nicht aus der Nummer raus. Wie? Sie haben gesagt, Sie ziehen ihn aus dem Verkehr. Du hast was? Ist dir klar, was du da gemacht hast? Das zieht Kreise. Du hast da richtig feste in die Scheiße getreten. Ich habe nirgendwo reingetreten. Die einzige Spur, die ich hatte, führte mich zu Hanno Lehmann. Ich habe einfach meine Arbeit gemacht. Ja, Sie sind genauso stur und starrköpfig wie Wachutka. Sie kannten Wachutka? Ja, natürlich kannte ich den. Der kam zu uns ins Büro, wollte sich verabschieden, wollte noch mal jede Dienststelle besuchen. Ja, da fing er plötzlich an, von irgendwelchen Ermittlungen zu erzählen, die er anstellt. Was denn für Ermittlungen? Sie waren sein Chef. Sie wussten nichts von seinen Ermittlungen? Nein. Was ist denn mit Wachutka los gewesen? Warum hat er dir nichts erzählt? Ich glaube, er hat es versucht. Er hat versucht, dir was zu erzählen. Ja, und? Ich habe nichts so gehört. Also, ich sag ihm mal, wie das normalerweise in den Kreisen läuft. Die holen sich einen Killer, einen billigen, aus Russland. Der kommt hierher, macht für 5.000 Euro seinen Job und dann haut er wieder ab. Also, ich glaube, dass Ihr Mörder jetzt gerade in Moskau ist, mit irgendwelchen Nutten das Geld verjubelt. Ja, sind wir jetzt fertig? Nein, sind wir nicht. Was denn noch? Das ist nicht dein Fall. Du bist hiermit offiziell raus aus dem Wachutka-Fall. Was? Also, es war ja nie offiziell dein Fall. Das gibt es gar nicht, dass ein Polizist den Mord an seinem Kollegen aufklärt. Wachutka ist heute Nacht erschossen worden. Und er war ebenso mein Kollege wie deiner oder seiner. Und wenn es um Befangenheit geht, dann bist du genauso befangen wie er oder ich. Entschuldigung. Ja? Chef? Wir haben da vielleicht eine Spur. Ja, was gibt's denn? Auf der Telefonliste gibt's einen Namen, an den Alina sich erinnert. Aykut. Aykut Yeşim. Der hat ein Bistro. Das heißt Marmana, Oranienstraße in Kreuzberg. Gut, dann fahren Sie da hin und dann treffen wir uns da. Die Akte liegt jetzt hier auf meinem Tisch. Morgen früh ist die bei der Mordkommission. Und dann geht der Fall seinen geregelten Lauf. Sag jetzt nicht Danke oder irgendwas Bescheuertes. Es geht alles seinen geregelten Weg. Ich habe dir nichts erlaubt. Du nutzt hier lediglich die Trägheit des Systems. Ja. Moment. Sie lassen ihn einfach so gehen? Ich verstehe Ihre Aufregung, Herr Braune. Und ich werde jede förmliche Beschwerde gegen den Kollegen Sperling mit Freude unterschreiben. Aber wir suchen immerhin einen Polizistenmörder. Kennen Sie einen Aykut Yeşim? Ja, klar kenne ich den. Was haben Sie denn jetzt schon wieder vor? Sperling! Sie richten nur noch mehr Schaden an. Aykut Yeşim hat mit der Sache nichts zu tun. Das können Sie so einfach sagen, ja? Ja, ich kenne den Mann. Ab und zu arbeiten wir zusammen. Er gibt uns gute Tipps, hat Connections zu allen Puffs hier in der Gegend. Aber mit dem Mord hat er überhaupt nichts zu tun. Herr Braune. Es gibt eine direkte Verbindung von Hanno Lehmann zu Aykut Yeşim. Und dem gehe ich nach. Das ist die Art, wie ich arbeite. Brotkrumen für Brotkrumen aufsammeln, bis ich dann bei dem lande, der die Brotkrumen ausgestreut hat. Sie gehen schon wieder einen Schritt zu weit, genau wie letzte Nacht. Aykut Yeşim ist ein kleiner Fisch. Alina, das ist die junge Frau, die Wachutka aus dem Puff rausgeholt hat. Die erzählt von einem Mann, der offensichtlich der Großeinkäufer in Mazedonien für Mädchen ist. Und dieser Mann heißt Aykut. Ach, Sie haben das Mädchen. Ja. Ne içersin? Abi bir çay yap.
Tag, meine Herren. Kann ich was für Sie tun? Ich bin Kommissar Hoffmann. Das ist mein Chef, Hauptkommissar Sperling. Das habe ich gleich gesehen. Schulterblick, was? Kommen Sie zum Punkt. Sie sehen, ich habe zu tun. Kennen Sie das Bordell True Romance? Ja, klar kenne ich True Romance. Ich habe einen kleinen Lieferservice. Bier, Würstchen, was sonst noch gewünscht wird. Damit beliefere ich alle Puffs in der Gegend. Spricht was dagegen? Wenn es bei Bier und Würstchen bleibt, nicht, ne? Sagt jemand etwas anderes? In meinem Büro sitzt eine junge Frau, die hat uns erzählt, dass ein Mann namens Aykut sie aus ihrem Dorf in Mazedonien rausgeholt hat, um sie hier in Berlin zur Prostitution zu zwingen. Aykut, ja? Haben Sie eine Ahnung, wie viele Türken Aykut heißen? Ist so ähnlich wie bei Ihnen Hans im Deutschen. Was wollen Sie eigentlich von mir? Vor 4 Tagen war schon ein Kollege da, der hat genauso einen Blödsinn gequatscht. Hat ein Mädchen, kennt meinen Namen. Ja, das war der. Das ist mein Kollege Norbert Wachutka. Der ist letzte Nacht erschossen worden. Oh. Mein Beileid. Danke. Hallo. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Hauptkommissar Braune. Ja und? Tag. Hallo. Ich leite die Sondereinheit Mädchenhandel. Ich habe heute Morgen mit Herrn Sperling gesprochen. Es gab da ein paar Differenzen in der vorgesehenen Aufgabenverteilung. Differenzen? Also, ich muss Alina verhören. Sie ist nicht nur eine wichtige Zeugin für Sie, vielleicht kann sie uns auch helfen. Bitte? Also, naja, ich werde sie mitnehmen müssen. Wie? Was? Wohin? Schauen Sie mal, das ist ja kein richtiger Aufenthaltsort für eine wichtige Zeugin, oder? Also, ich denke, es ist besser, ich nehme sie mit in unsere Dienststelle. Da muss ich erst mit Herrn Sperling reden. Gut, wie Sie wollen. Wir können das auch so machen. Das hier ist eine schriftliche Anordnung von Polizeirat Friedberg. Ihr Chef hat letzte Nacht 14 Monate Arbeit meiner Sondereinheit einfach so ins Klo gekippt. Ich dachte, dass wenigstens einer sich hier an die Spielregeln hält. Dann haben Sie ja sicher nichts dagegen, wenn ich mitkomme. Was ist eigentlich hier los? Erst habe ich Mädchenhandel, jetzt habe ich Ihren Kollegen ermordet. Was kommt als nächstes? Morgen um 9 sind Sie bei uns auf der Dienststelle. Zur Gegenüberstellung. Sonst noch was? Ein Kaffee. Mit Milch. Und Sie? Wasser. Und Wasser. Wasser, Kaffee mit Milch. Wohin fahren wir? Keine Sorge. Ich bringe Sie in mein Büro. Da zeige ich Ihnen ein paar Fotos und stelle Ihnen ein paar Fragen. Aber wissen Sie mit meiner Schwester? Ja, ja, ich weiß. Spanner hat gesagt, er will schnell untersuchen, schnell finden. Na, sehen Sie, das ist halt so eine Sache. Das geht nicht immer so schnell. Polizeiarbeit, das braucht Zeit. So eine Untersuchung kann sehr, sehr lange dauern. Manchmal Monate. Aber Sperling mag schnell. Darauf können Sie sich verlassen. Ja, wenn Ihr Chef nicht aufpasst, dann macht er bald gar nichts mehr. Sperling? Was? Oh, das darf doch nicht wahr sein. Danke. Drehen Sie um. Was ist los? Umdrehen!
bisschen sensibler mit dir umgehen können. Was denn? Ich bin kein Seelsorger, ich bin rein und dann habe ich gerufen. Schatzilein, habe ich gerufen. Aber ja, hallo? Habe ich geantwortet. Ah, Herr Sperling. Danke für den Anruf. Kommen Sie bitte. Ich habe Angst gekriegt. Es ist die Waffe, mit der Wachutka erschossen wurde. Und dann haben die das gesehen. Wieso, haben Sie die schon ballistisch untersuchen lassen? Also ich weiß nicht, ob es die gleiche ist oder dieselbe. Ich vertue mich da immer, auf jeden Fall. Derselbe Typ. Genau, derselbe Typ, eine Tokarev 762. Und ich habe gehört, dass Hanno Lehmann einer ihrer Hauptverdächtigen war. Wieso hat er sich in den Kopf geschossen? Vielleicht sind sie ihm auf die Spur gekommen, er hat Angst gekriegt und dann... Habe ich schon tausendmal erlebt. Ich sehe so viele Morde, ich kenne das schon. Selbstmorde meine ich. Selbstmord. Natürlich. Ach, das haben Sie schon öfter erlebt, dass einer in die Badewanne klettert und sich in den Kopf schießt? Ich dachte ja nur, ich meine... Kümmert sich mal jemand um die Frau? Eigentlich dürften Sie gar nicht hier sein. Ich wollte Ihnen nur helfen. Was ist los mit Ihnen? Nichts. Ich habe mir gerade daran gedacht, was Frau Rutger in so einer Situation gesagt hätte. Der hätte wahrscheinlich kackfrech gesagt, der lobigt mich. Genau. Was machen Sie denn hier? Ist was passiert? Sie ist geflüchtet. Wer? Das Mädchen. Ich wollte sie zum Verhör in unser Büro bringen. Dann haben Sie es nicht für nötig gehalten, mich mal zu fragen? Hören Sie, es tut mir leid. Ich fürchte, mit einem einfachen "Es tut mir leid" kommen Sie aus der Nummer nicht raus. Haben wir denn da? Ich komme zurück. Schön. Wo ist Tanja? Tanja? Mach dir keine Sorgen. Ihr geht's gut. Lass sie gehen. Ich komme zurück, wenn Tanja nach Hause gehen kann. Na klar. Tanja kann nach Hause gehen. Kein Problem. Okay.
Nutte, du. Warum sollte ich deine Schwester nach Hause gehen lassen, hä? Wie bescheuert seid ihr Mädchen eigentlich? Damit ist der Fall ja wohl aufgeklärt. Was willst du mehr? Ist doch alles super, Sperling. Das Mädchen ist verschwunden. Da ist eine Fahndung raus, die finden wir schon. Der Mordfall ist jedenfalls aufgeklärt. Also für mich hört sich das alles sehr plausibel an. Plausibel? Viel zu plausibel. Das Labor hat bestätigt, dass die Waffe, mit der Wachutka getötet wurde, eindeutig die gleiche Waffe ist, mit der Lehmann sich in den Kopf geschossen hat. Da muss man kein großer Kriminologe sein, da muss man nur eins und eins zusammenzählen. Was ist? Ich zähle eins und eins zusammen. Kommt zu keinem Ergebnis. Hans, hör auf. Wachutka war ein alter Polizist, der sich da in irgendeine Sache verrannt hat. Ich sag das nur ungern, aber manchmal habe ich gedacht, der tickt nicht mehr ganz sauber. Eine kaputte Uhr, die nicht mehr läuft. Zweimal am Tag zeigt sie die richtige Uhrzeit an. Richte nicht noch mehr Schaden an, Hans. Jetzt geht's um Mädchenhandel. Das ist Braunes Fall. Der Mord ist aufgeklärt. Du hältst dich da raus. Rein mit dir. Los! Zu die Tür. Ich geh schon. Ja? Ha! Ich hab das Mädchen. Du hast vor allen Dingen einen an der Waffe. Ich hab dir gesagt, du sollst mich nicht zu Hause anrufen. Tut mir leid, aber ich hab das Mädchen. Die ist bei den anderen im Container. Na wunderbar. Dann mach den Container endlich leer. Schnell die Ware auf die Straße bringen. Machen die Bullen. Und plötzlich stand die kleine Nutte vor mir. Wunderbar, da war nichts mehr mit Gegenüberstellung. Bin ich schön raus aus dieser Nummer. Sag mal, hast du einen Friseur? Was? Dann erzähl deinem Friseur diesen Quatsch. Was? Und ruf hier nie wieder an. Arschloch. Wer war das? Niemand. Niemand. Ich will nicht, dass die hier anrufen. Die einzige Kupferfabrik in Berlin gehört der Firma Belitz. Die ist aber schon seit 12 Jahren stillgelegt. Alleinerbin ist die Tochter vom alten Belitz. Die wären bei Köblitz, Sache ist auch nicht sehr ergiebig gewesen. Ich habe heute Morgen mit dem Einwohnermeldeamt in Wernberg-Köblitz telefoniert. Auf den Papieren der Mädchen war doch überall dieselbe Unterschrift. Hermann Jakobs. Das war ein Beamter in Wernberg-Köblitz. Irgendwann ist seinen Kollegen mal aufgefallen, dass Herr Jakobs ein größeres Haus und ein dickeres Auto hatte als sie selbst. Da sind die Behörden aufmerksam geworden. Es hat sich herausgestellt, dass Herr Jakobs für viel Geld Einreisepapiere und Aufenthaltsgenehmigungen verkauft hat. Ganz klar Bestechung. Dann müssen wir mal mit dem Herrn Jakobs sprechen. Diesen Herrn Jakobs gibt's eben nicht mehr. Der hat sich vor 6 Monaten während der Urhaft in seiner Zelle aufgehängt. Das Verfahren wurde eingestellt. Jakobs hat bei seiner ersten Vernehmung einen Mann namens Kerkmann aus Berlin beschuldigt. Der hätte ihn bestochen. Kerkmann? Kennen Sie den Mann? Haben Sie den mal überprüft? Nee, noch nicht. Gucken Sie mal. Haben wir doch wenigstens schon mal ein Foto von dem Mann. Danke. Die Frau. Was ist denn mit der Frau?
Das ist Marla Kerkmann, die Ehefrau. Und? Wissen Sie, wie die mit Mädchennamen heißt? Nein. Behlitz. Marla Behlitz ist Alleinerbin des Kupferunternehmens Behlitz. Wärst du mit dem Kaffee? Nein, danke. Ein Foto aus dem Boulevardmagazin, na super. Hätten Sie mich auch fragen können. Ach, Sie kennen Johann Kerkmann? Ja, natürlich kenne ich ihn. Kerkmann steht bei uns ganz oben auf der Liste. Und mit ihm übrigens noch 43 andere Verdächtige auch. Ich vermute, er hat was mit dem Tod von Machutka zu tun. Verdammt. Friedberg hat doch gesagt, Sie sollen sich da raushalten. Der Mord ist aufgeklärt. Verdammt nochmal, was wollen Sie eigentlich noch? Wollen Sie eine spiritistische Sitzung machen, in denen Ihnen der Geist von Lehmann die Tat gesteht? Ich werde wohl mal mit dem reden müssen. Nein. Sie lassen die Finger von Kerkmann. Ich lasse mir von Ihnen nicht noch mal die Ermittlungen kaputt machen. Sie haben doch einen Knall, haben Sie. Sie sollten sich mal psychologisch durchchecken lassen. Kennen Sie die Behlitzschen Kupferfabriken? Noch wenn Sie Kerkmann kennen, dann wissen Sie doch sicher auch, dass seine Frau mit Mädchennamen Behlitz heißt. Das ist genau die von den Kupferfabriken. Sperling, hören Sie, ich weiß nicht, was Sie sich da in Ihrem Kopf zurechtgemacht haben, aber... Es gab Spuren von kupferhaltigem Schlamm am Wagen von Machutka. Kollege ist getötet worden. Sie sind mit der ganzen Auflösung des Falles nicht zufrieden. Das ist okay. Aber es ist nicht okay, dass Sie sich jetzt in meine Ermittlungen einmischen. Wenn Sie jetzt Kerkmann wegen irgendeinem Scheiß verhaften, da habe ich 2 Jahre umsonst gearbeitet. Ich habe Grund zu der Annahme, dass Machutka auf dem Gelände der Kupferfabriken umgebracht worden ist. Sie hören mir überhaupt nicht zu. Ich allein entscheide, wann und wie Kerkmann aus dem Verkehr gezogen wird. Und wenn Sie sich nicht raushalten, dann sorge ich dafür, dass Sie aus dem Verkehr gezogen werden. Ich kriege immer mehr das Gefühl, dass ich weiß, was Machutka getan hat. Na toll, Miss Marple. Was wollen Sie jetzt tun? Genau dasselbe. Was ist denn los? Erinnerst du dich an den Mann im Garten? Ja. Es ist schon wieder einer da. Darf ich fragen, was Sie da machen? Ich probiere Ihre Schaukel aus. Das können Sie nicht einfach so tun. Das ist die Schaukel meines Sohnes. Und vielleicht ist Ihnen der Zaun um das Grundstück aufgefallen? Ja, das ist ein herrliches Anwesen. Ja. Haben Sie das bezahlt oder Ihre Frau? So. Jetzt habe ich genug. Runter von der Schaukel und runter vom Grundstück. Sonst? Sonst rufe ich die Polizei. Ich bin die Polizei. Hauptkommissar Hans Sperling. Und Sie sind Johann Kerkmann? Was wollen Sie? Ich bin auf der Suche nach einem jungen Mädchen. Und ihrer noch viel jüngeren Schwester. Bitte was? Alina und Tanja Serkovic. Das ist ja witzig. Vor genau 5 Tagen stand einer ihrer Kollegen genau da. Der hat aber nur ein Mädchen gesucht. Und jetzt suchen sie schon 2. Ja, ist das nicht komisch? Ich weiß wirklich nicht, was das soll. Aber Sie waren schon mal im Knast. Ja. Und? Vor über 10 Jahren hat meine Zeit abgesessen. Und jetzt gehen Sie wieder in den Knast, weil Sie haben meinen Kollegen umgebracht. Aber sind Sie irre? Ich habe niemanden umgebracht. Sie lesen vielleicht Zeitungen, oder? Der Mörder Ihres Kollegen ist gefasst. Tja, die einen sagen so und die anderen so. Aber ich lese übrigens wirklich Zeitung. Und der Kupferschlamm, der im Auto meines Kollegen Machutka gefunden wurde, der stammt aus den Behlitzschen Fabriken. Und Behlitz ist ihr Schwiegervater. Lassen Sie meine Familie in Ruhe. Und jetzt verbissen Sie sich. Sie kennen Aykut Yeşem. Ich kenne wen? Wenn Sie mich befragen wollen, laden Sie mich vor. Was wollen Sie eigentlich?
Wollen Sie Geld? Ich glaube, ich will Gerechtigkeit. Wer will Gerechtigkeit? Ja. Ich lache mich tot. Sie werden mich nicht mehr los. Jedenfalls nicht so lange, bis ich die beiden Mädchen habe. Vielleicht hat der Mord an Ihrem Kollegen etwas mit den Mädchen zu tun. Haben Sie keine Angst, dass Ihnen auch was zustoßen könnte? Doch, ich habe Angst. Aber es war jemand hier. Und jetzt? Jetzt können wir den Teddy zum Staatsanwalt tragen. Na, Sie hatten ja offensichtlich recht. Wir sind einfach nur zu spät. Rotkrumm. Wisst ihr, was eine Stärke von Wachutka war? Der war ein guter Schütze. Aber im Einsatz hat er nie geschossen. Hat auch nie geschlagen. Obwohl, ich glaube, in seiner Jugend, er hat einfach abgewartet. Das war seine Methode. Abwarten und Tee trinken. Jetzt sagen Sie noch, was mit dem Brotkrumen auf sich hat, und vielleicht verstehe ich, was Sie meinen. Als Hänsel und Gretel in den Wald gegangen sind, haben sie Brotkrumen gestreut, damit sie wieder aus dem Wald rausfinden. Okay. Na ja, und dann kamen die dummen Vögel und haben die Brotkrumen wieder aufgepickt. Richtig. Jetzt werde ich die Brotkrumen ausstreuen. Und dann picken sich die dummen Vögel zu mir. Und so nehmen wir heute Abschied von einem gestandenen Polizisten, der im Dienste der Gemeinschaft. Wie geht's dir? Ganz ruhig und ohne Umschweife auf den Punkt kommen. Hans, ich kann verstehen, dass du kannst das nicht so machen. Braune war bei dir. Ja, und ich bin auf seiner Seite. Du zerstörst seine Arbeit. Er hat dir gesagt, du sollst die Finger von diesem Kerkmann lassen. Ich habe die Anwälte von dem Typen in meinem Büro gehabt. Sag mal, was denkst du dir bei so einer Aktion? Na, was denn? Erst in seinem Garten, dann stöberst du in irgendwelchen alten Fabriken herum. Kerkmann sagt, er wusste nichts von dem Container. Der Kerkmann steckt da mit drin. Und Wachutka hat das gewusst. Wachutka war ein alter Mann. Oder wie du sagst, eine kaputte Uhr. Der wollte deinen Mantel tragen, aber der war ihm zwei Nummern zu groß. Brotkrumen. Bitte? Vergiss es. Ich
mach's jetzt noch mal offiziell. Du hast keinen Fall und du spielst mit deiner Entlassung. Der Fall Wachutka ist abgeschlossen. Nee, ist er nicht. Dann tut es mir sehr leid. Bei der nächsten Kleinigkeit werde ich dich vom Dienst suspendieren. Habe ich mich klar ausgedrückt? Was wollen Sie denn hier? Hey. Angeln. Sprechen. Wie habe ich Wachutka kennengelernt? Wann war das? 1978. Finale der Volleyballmeisterschaft. Vor mehr als 20 Jahren. Und Wachutka war der Trainer von der Mannschaft des Drogendezernats. Der hatte Haare bis hierhin. Und Sie? Ich sah damals schon so aus. Nein, haben Sie auch mitgespielt? Nee, ich hab's immer mit Winston Churchill gehalten. Whisky, no sports. Beim Whisky hinterher war ich natürlich dabei. Chef, das sind den Brotkrumen. Sie picken schon. Die Vögel. Herr Sperling. Sperling! Hier ist Braune. Ich weiß, wo die Mädchen sind. Ja. Ja. Nein. Ich hol sie ab. Okay.
Haben Sie denn einen Tipp? Ich habe so meine Quellen. Fährt denn der hin? Keine Ahnung. Und Sie sind sich sicher, dass die Mädchen in dem Haus da sind? Ja, ja, natürlich. Wenn sie aus dem Container raus sind, dann werden sie in dieses Haus gebracht. Von da aus werden sie dann weiterverkauft. Lagen wir doch nicht so falsch mit dem Container in der Kupferfabrik. Überhaupt nicht. Versucht ihr uns abzuhängen? Vorne. Da drin sind die Mädchen? Oh ja. Wieso haben Sie mich dann hierher gebracht? Warum nicht? Sie haben doch gesehen, dass meine Kollegen mir nachgefahren sind, oder? Echt? Die werden aber noch eine Weile brauchen, bis sie da sind. Ich verstehe. Gar nichts verstehen Sie. Sie sind genauso blöd wie Ihr Kollege. Der ist auch auf jeden Trick reingefallen. Nur jetzt sind Sie drauf reingefallen. Wie? Worauf bin ich reingefallen? Auf ihn. Der Mann arbeitet für mich. Ich bezahle ihn gut und er macht einen super Job. Haben Sie Wachutka getötet? Ich mache mir die Finger nicht mehr schmutzig. Ich kaufe mir meine Leute. Und jetzt sind Sie in Gefahr. Irgendwie schätzen Sie die Lage völlig falsch ein. Scheiße! Lassen Sie das! Die von der Stelle! Brech euch drauf, verstanden? Fuck! Ich verstehe. Sie haben Kerkmann mit Ihrer Dienstwaffe erschossen?
Und jetzt wollen sie mich erschießen, es so aussehen lassen, als hätte Kerkmann mich erschossen. Nur dafür brauchen sie eine zweite Waffe. Sie sind ein schlauer Kerl, Sperling. Aber am Ende haben sie den gleichen Fehler gemacht wie Wachutka. Warum haben Sie Wachutka getötet? Er ist mir zu nah gekommen. Das ist ein Riesengeschäft. Mit einem von den Fotzen, da machst du 20.000 im Jahr. Da kann nicht so ein kleiner Wachutka kommen und mir einen Strich durch die Rechnung machen. Sie sind immer noch Polizist. Und zwar einer der jüngsten und hochdekoriertesten Beamten dieser Stadt. Und das werde ich auch bleiben. Wie viel wollen Sie noch erschießen? Erst Wachutka, dann Lehmann, Kerkmann und jetzt mich. Scheiße! Was macht man jetzt? Ist wirklich schade um Sie. Sperling, die ganze Verbrecherjagd, die bringt doch nichts. Es ist doch wie eine Kakerlakenplage. Wenn du hier welche platt machst, tauchen da hinten wieder neue auf. Geschossen, was soll ich denn machen? Die Hände hoch! Sehr gut. Wieso kommt ihr so spät? Wir haben uns beeilt, aber Sie haben einfach zu wenig Brotkrumen verstreut. Hätten Sie gedacht, dass es die Dinger in meiner Größe gibt? Wissen Sie, was Wachutka nie gemacht hätte? Sagen Sie es mir. Danke, Herr Spöling. Ja. Ich glaube, ich habe mir einen Finger gebrochen.